So, dann würde ich sagen, hi Leute und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Es geht endlich weiter. Nach einer kleinen YouTube-Pause bin ich wieder am Start für euch und habe gleich meinen ersten Bossguide zu Elden Ring für euch. Und zwar handelt es sich um Godfrey, der erste Eldenfürst. Und ich finde diesen Bosskampf eigentlich ziemlich simpel. Ich selbst fand ihn jetzt nicht besonders schwer, aber ich dachte, ich teile einfach meine Erfahrungen mit euch, für diejenigen, die Probleme mit dem Boss haben. Und was ihr benötigt oder was ich euch empfehlen kann, ist eigentlich nur ein Schild mit 100% physischer Schadensminderung. Er hat keine Elementarangriffe, deswegen reicht es aus. Und eure Waffe und mehr braucht ihr eigentlich nicht. Bisschen Übung. Und was den Bosskampf so simpel macht, das werdet ihr jetzt gleich in einigen Zeitlupen sehen. Und zwar hier. Das ist der einzigste Angriff, den ich durch Rollen entgehe, und zwar indem ich auf ihn zurolle, und ansonsten braucht er eigentlich nur um ihn rechts herumtänzeln. Da hat er einen toten Winkel, wo viele oder die meisten Angriffe einfach durch rechts herumtänzeln ihr entgehen könnt. Ihr müsst ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wann rolle ich, wann blocke ich, und dann sollte der Boss eigentlich für euch nicht besonders schwer sein. Also man sieht es ganz gut, ich habe immer die gleiche Strategie rechts um ihn herum. Wenn ich gemerkt habe, oh, vielleicht klappt es doch nicht, dann habe ich mal das Schild ausgepackt oder habe doch gerollt. Aber in der Regel könnt ihr vielen Angriffen eigentlich schon durch Tänzeln nach rechts entgehen. Hier seht ihr das auch wieder ganz gut. Da habt ihr mal Zeit für ein, zwei Hiebe, vielleicht sogar drei. Und versucht einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn es dann mal doch nicht klappt oder so, dann, wie gesagt, packt einfach euer Schild aus. Er hat noch so einen Sprung, wo er in die Luft hochspringt. Da könnt ihr eigentlich, wenn ihr unter ihm durch, einfach wegrollen. Ich fand das Timing manchmal ein bisschen schwierig und habe diesen Schlag oder diese Schockwelle, die er beim Aufschlag verursacht, einfach abgeblockt. Ihr habt ja auch gesehen, da hat der Winkel nicht gepasst, deswegen habe ich den Schlag einfach geblockt. Ich habe hier einen Ausdauerwert von 22, das heißt, meine Ausdauer ist jetzt auch nicht unbedingt so hoch. Da sieht man es, Schild raus. Also ihr könnt einiges blocken, aber ich würde euch empfehlen, immer nur einen Schlag zu blocken und dann einfach tänzeln und rechts herum. Auch die Rolle am besten rechts herum tätigen, und dann funktioniert es. Von meiner Seite aus sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft euch weiter. Ich danke auch meiner Community für die Unterstützung, auch in der kleinen YouTube-Pause, und ich freue mich natürlich, euch in Livestreams zu sehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.